Hallo und herzlich willkommen. Ich bin Benny. Schön, dass du da bist. Du hast Tripse, mein Beileid. Ich nicht mehr. Das heißt, dieses Video dreht sich halt vollkommen um Tripse. Das heißt, ich würde dir zuerst gerne erklären, wie du sie erkennst, wie sie aussehen, wie lange sie leben. Danach würde ich dir gerne die 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Möglichkeiten aufzählen, die ich persönlich ausprobiert habe und was davon halt wirklich funktioniert hat. Das heißt, ich würde dem Ganzen dann so eine Art Schulnoten geben, damit du dir diese Arbeit ersparst und direkt weißt, was hilft und was nicht. Okay, fangen wir doch auch direkt an. Das heißt, wie sehen Tripse aus? Tripse sehen ungefähr so aus. Das sind circa 1 bis 2 Millimeter große, meist schwarze kleine Viecher, die sitzen überwiegend auf den Blattrückseiten. Hier als Beispiel die Monstera deliciosa, die ist ja so eine der bekannteren Pflanzenarten. Das heißt, wie lange leben diese Viecher? Das heißt, und nee, was machen sie? Das heißt, sie saugen den Saft aus den Pflanzen oder aus den Blättern. Und wenn sie dann halt alt genug sind, dann legen sie die Eier in die Pflanze rein. Sie leben auch überwiegend, oder sie können halt auch in eurem Substrat leben. In den Leckersteinen ist es ein bisschen schwierig, aber wenn du zum Beispiel ein organisches Substrat hast, da leben sie dann halt auch gerne. Das heißt, wie lange braucht jetzt so ein Trips vom Ei bis zum ausgewachsenen Trips? Dauert es bei 25 Grad Celsius so um die 2 Wochen. Das heißt, wenn du dich wunderst, oh, ich habe jetzt schon so oft eingesprüht, aber die Dinger kommen immer wieder, dann sprühst du sie entweder nicht richtig ein oder das ist halt teilweise normal, weil dann die Eier in den Blättern oder die Tripse dann halt in den Blättern halt ausschlüpfen. Und du dann sozusagen dann halt nach 1 bis 2 Wochen dann halt nochmal neu nachsprühen musst oder sie neu behandeln musst, je nachdem, was du halt hast. Aber ich denke, so der überwiegende Teil ist, die Viecher sind echt schwierig loszuwerden. Das heißt, wenn du eine Pflanze hast, stell die so weit weg, wie es halt nur irgendwie geht von den anderen. Meistens ist es dann halt aber leider schon zu spät und du musst alle Pflanzen behandeln. Das würde ich dir sowieso empfehlen. Denn wenn nur ein Viech überlebt, hast du halt definitiv Probleme, wenn das so aussieht wie bei mir hinten, dann musst du dich damit abfinden, dass die kleinen Racker mit in deiner Wohnung leben. Genau, das heißt, wie sieht das Schädlingsbild aus? Hier zum Beispiel ein Gloriosumblatt, das sieht sehr schön aus. Gut, das ist jetzt halt schon ein bisschen älter, aber man kennt es halt daran, dass das Blatt halt hier so ein paar Stellen hat. Auf der Rückseite sieht man es halt eigentlich noch besser. Und zwar die Stellen hier zum Beispiel sieht man ganz gut. Das heißt, die Tripse fressen dann halt wirklich auf der Rückseite das Blatt an oder saugen das halt so ein bisschen aus. Und da erkennt man das halt eigentlich ganz gut dran. Ja, ich halte mal vielleicht noch näher an die Kamera. Genau. Also hier oben sieht man es halt ganz, ganz, ganz besonders gut, weil das Blatt, das wird dann halt so ein bisschen transparent. Und an den Stellen sieht ihr dann halt diese kleinen schwarzen Viecher da rumkrabbeln. Dann habt ihr Tripse. Nee, keine drauf, ein Glück. Weil ich hab's halt schon behandelt und bei mir sind sie jetzt halt definitiv zumindest auf der einen Pflanze weg. Hat aber auch sehr lange gedauert, bis ich das richtige Mittel ausprobiert habe. Genau, die Viecher können auch springen oder beziehungsweise fliegen. Ich glaube, so 1 bis 2 Meter. Das heißt, wenn ihr so sehr die Pflanzen sehr nah aneinander gestellt habt, dann die springen halt auch gerne oder setzen sich dann halt auf die Klamotten und kommen dann sozusagen so in die Wohnung rein. Aber das war jetzt erstmal so das. Das heißt, ihr wisst jetzt, wie die Dinger aussehen, wie lange sie leben, oder wie der Zyklus sozusagen ist. Generell, wie sprüht ihr? Das heißt, egal was ihr habt, an der Deliciosa zum Beispiel gezeigt, es ist sehr wichtig, nicht nur die Blattunterseiten zu besprühen. Ganz wichtig. Ansonsten, egal was ihr nehmt, es wird nicht helfen. Und zwar an dem Beispiel hier gezeigt. Also, wenn ihr zum Beispiel Tripse habt, ihr besprüht eigentlich alles, was von Erde bis oben. Alles. Das heißt, Tunken wäre zum Beispiel das Beste, was ihr machen könnt, weil der erwischt ja wirklich alles. Das heißt, ihr sprüht Blattoberseite, Blattunterseite, ganz, ganz, ganz wichtig. Der Stiel,
und auch da, wo der Stiel aus der Pflanze kommt. Das heißt, der Stiel, da wo die Pflanze aus, der Stiel wirklich aus der Pflanze rauskommt, die Deliciosa ist ja zum Beispiel so aufgebaut, dass sie halt so einen kleinen, in so einem kleinen U aus dem Stiel rauskommt. Da in diesem Hohlraum sitzen halt auch sehr gerne Tripse. Das Tier von diesem alten Blatt. Oder hier zum Beispiel, hier seht ihr halt noch dieses alte Papier. Und da ist halt so ein kleiner Hohlraum in der Mitte. Hier, da kann ich auch meinen Finger reinstecken. Da sitzen die Viecher sehr gerne. Auch je tiefer, desto, also dieser Schlitz, der geht halt noch weiter rein. Da müsstet ihr halt auch ansprühen. Das heißt, wenn ihr auch einen Moosstab habt, egal ob trocken oder nass, den müsst ihr halt auch einsprühen. Auch wie gesagt, die Viecher leben auch sehr gerne in der Erde. Das heißt, ich habe bei mir auch das Substrat ganz grob angesprüht. Das solltet ihr natürlich nicht von oben gießen, weil sonst fließen dann die Chemie dann halt ins Substrat und das wollt ihr halt eigentlich nicht. Aber die Viecher sind wirklich sehr, sehr, sehr schwierig loszuwerden. Das heißt, ihr müsst euch darauf einstellen, dass ihr das ein paar Mal machen müsst. Und ganz wichtig wirklich, die ganze Pflanze einsprühen. Alles. Keine Ausnahme. Weil ansonsten, ich habe das schon so oft gehabt, dass denn die, ich stelle es mal kurz zurück, dass denn die Tripse irgendwie aus der Erde rauskommen oder viele sitzen dann halt auch irgendwie an den Stängeln, weil die Blätter schon voll sind. Und wenn ihr da halt nur so ein bisschen mit der Hand drüber wischt, das bringt halt einfach nichts. Das könnt ihr halt wirklich knicken. So, okay, das heißt, wie sprüht ihr ein? Alles, das haben wir jetzt auch schon gelernt. Das heißt, was ihr halt auch machen könnt, wenn ihr tunken ist natürlich das Beste, was ihr machen könnt. Wenn ihr eine kleine Pflanze habt, tunken. Weil so erwischt ihr zumindest alles, was überhalb dem Substrat ist. Das heißt, ihr könnt euch hier entweder so einen kleinen Ring aus Pappe oder aus Plastik schneiden. Das heißt, ich habe mir hier so einen kleinen Schlitz geschnitten mit einem kleinen Loch drin. Das heißt, hier kommt denn der Stamm von der Pflanze durch und dann könnt ihr sozusagen so die Pflanze dann halt tunken, ohne dass halt irgendwas rausfällt. Und dann könnt ihr dann halt wirklich so die Pflanze unten so ein bisschen locker machen, dass halt wirklich alles reinkommt. Das benutze ich halt auch, aber ich habe eins aus Plastik. Natürlich nicht für die kleinen Monster hier hinten. Das ist nicht mehr tunkbar. Genau, das heißt, wie sehen die Dinger aus? Das habt ihr jetzt. Kommen wir jetzt zu den Möglichkeiten, die ich ausprobiert habe. Platz Nummer 1, also das heißt, die Skala ist Schulnotensystem von 1 bis 6. 1 ist, alles ist tot, super. 6 ist, das hat überhaupt nicht funktioniert. Das heißt, mein Messinstrument oder wie messe ich das? Ich möchte gerne, dass es so einfach wie möglich ist, dass das so wenig Aufwand wie möglich und das soll nach einmal Sprühen komplett weg sein. Die Viecher sollen sterben und nicht mehr da sein, irgendwo anders, bloß nicht auf meiner Pflanze. Das ist mein Messinstrument, was ich für die Sachen habe, die ich euch jetzt gleich präsentiere. Also fangen wir mit dem ersten an. Mit Wasser absprühen. Schulnote 6, das könnt ihr komplett knicken. Also da könnt ihr irgendwie euch einen Stuhl an die Pflanze stellen und könnt dann die Viecher beim Fressen zusehen. Das ist spannender und effektiver als irgendwie und die totstarren. Das ist irgendwie genauso effektiv, als wenn ihr die jetzt mit Wasser ansprüht. Zum Beispiel, ich hatte auf einer Pflanze Tripse und habe halt mit dem Schlauch, bin ich so nah an die Pflanze halt rangegangen und der Tripse, nein, und hat sich daran festgehalten. Ich bin halt wirklich mit dem Schlauch auf einer normalen Stärke halt so nah an das Blatt rangegangen und der Tripse hat sich immer noch festgehalten. Das heißt, hier würdet ihr zum Beispiel so die 5% der Tripse erwischen, die so schon altersschwach sind oder so tief schlafen, dass sie sich nicht richtig festhalten. Aber das bringt es halt nicht. Ne? Also Ziel ist ja sozusagen einmal ansprühen und die Sache ist gegessen. Das ist ja der Anspruch an dem Video. Also mit Wasser ansprühen könnt ihr wirklich komplett knicken, das interessiert nicht. Dann habe ich zum Beispiel auch
Nebenöl, ne, das zeigen ja irgendwie sehr, sehr, sehr viele Leute. Upp, blendet ein bisschen, genau dieses Nebenöl, das ist zum Beispiel von Sala, Nebenöl gemischt, 250 Milliliter mit Rimulgan. Das heißt, der Rimulgan für Wasser, das ist das Zeug, das ist schon komplett aufgelöst. Das heißt, das müsst ihr nur noch zu Wasser hinzufügen und ein bisschen mischen und dann ist das fertig. Es gibt auch Gemische ohne Emulgator, das heißt, ihr müsst ihr das dann irgendwie selber mischen, weil Nebenöl als solches verbindet sich erstmal nicht mit Wasser. Das ist so was Ähnliches wie Öl. Und das vermischt sich nicht. Da brauchst du halt irgendwas Bestimmtes, um das halt wirklich vermischen zu können. Machen wir es kurz. Ich würde dem Ganzen eine 3 minus, eine 4 geben. Das Ganze, das alles auf diesem Nebenöl basiert darauf, dass das Zeug riecht und diese Viecher mögen den Geruch nicht. Da kann ich auch irgendwie meine Socken an die Pflanze hängen. Also ich bin ein kleines Allergiker. Wie riecht das? Ich bin ein kleines Allergiekind, von daher ist meine Nase generell nicht gut. Wenn ich jetzt Weintester wäre, dann würde ich dazu sagen, es hätte einen leicht nuschigen Unterton. Ich kann halt aber verstehen, wenn Leute wirklich sehr oder eine sehr gute Nase haben oder sehr empfindlich auf Gerüche reagieren, dass das nicht für jeden ist. Das heißt, je nachdem, in welcher Konzentration ihr das ins Wasser gebt oder die Pflanze euch einsprüht, die Pflanze einsprüht, dass das nicht für jeden ist. Ihr müsst das wirklich jede Woche einsprühen, weil dieser Geruch verfliegt natürlich nach ein paar Tagen. Und wenn der Geruch verfliegt, dann kriechen diese ganzen, diese kleinen Racker dann wieder auf eure Blätter und ihr habt das Spiel halt. Das kann man irgendwie mit einer Pflanze mal machen. Wenn ihr ein bis zwei Pflanzen habt, kein Problem. Aber wenn ihr dann halt eine gewisse Größe erreicht habt, dann habt ihr da keine Lust darauf, irgendwie 3, 4 Stunden lang alle Pflanzen anzusprühen, nur damit dann eure Pflanze so leicht nussig riecht. sehe ich halt nicht so wirklich den Punkt. Also es kann halt sein, dass beim Ansprühen so ein paar Tripse ertrinken oder dann halt sagen, oh nee, ich gehe jetzt irgendwo anders hin und auf die Pflanze dann daneben. Für mich persönlich ist es das nicht. Es ist für mich zu viel Aufwand, für zu wenig Nutzen. Klar ist es irgendwie organisch und denkt doch einer an die Kinder. Nein. Nein, klar, es ist organisch, aber davon halte ich jetzt nicht so viel. Es ist halt nur der Geruch und 3 minus 4. Also ja, es hilft, aber nur, wenn ihr die Pflanzen wirklich ständig einsprüht. Und das ist es halt für mich nicht. Von daher haben wir das halt auch. Es gibt noch diese kleinen Tüten, das heißt, diese kleinen Raupmilben gibt es noch. Ich blende euch mal einen Namen hier ein und mit der Tüte, ich habe die gerade nicht parat, welche ich immer benutze. Und zwar Raupmilben sind generell oder zum Beispiel diese spezielle Art ist ungefährlich für dich, für deine Tiere, außer für die Tripse. Es gibt sehr viele verschiedene Raupmilben, die für alle möglichen Schädlinge gezüchtet werden oder speziell in diesen Tüten dann halt sind. Die sind ähnlich klein wie die Tripse. Das heißt, die kommen in so kleinen Tütchen, die könnt ihr dann halt an eure Pflanze hängen und da krabbeln dann diese Viecher halt raus und fressen dann diese Tripse. Bei Tripsen ist es jetzt ein bisschen unterschiedlich. Es gibt nur eine einzige Art, die den kompletten Tripse-Zyklus fressen. Das heißt, die Eier, kleine Larven, große Larven und ausgewachsene Tiere. Eine einzige. Die sticht aber auch sehr gerne den Menschen. Und ich habe halt schon auf Google Berichte gelesen, dass diese Viecher, das sind diese Raupmilben, auch gerne mal den Menschen stechen oder anfressen. Deswegen habe ich die bei mir nicht in der Wohnung. Das ist die einzige Art, die wirklich die kompletten Tripse-Zyklus frisst. Alle anderen Raupmilben sind dann halt entweder nur Eier, nur kleine, nur diese kleinen Tripse, nur mittlere oder nur große. Das heißt, sind sie effektiv? Ja, ich würde dem eine 3 plus geben, aber die basieren halt darauf, dass ihr das halt wirklich ständig macht. Das heißt, dass ihr das nach 3 oder 6 Monaten, und dann kriegt ihr halt immer so einen kleinen Zettel mitgeliefert. Das heißt, was fressen die alles? Wie vermehren die sich? Wie lange leben die? Zumindest bei demjenigen, wo ich das immer bestelle. Und das basiert darauf, dass ihr das halt wirklich nach 3 bis 6 Monaten nochmal macht. Ich zahle für
50 Tüten, knapp 50 Euro oder so. Klar, wenn ihr jetzt nur eine, zwei Pflanzen habt, dann kostet das natürlich weniger, aber für mich sind das halt Preise. Klar, ihr habt das dann irgendwie organisch und das soll dann von alleine wieder weggehen, aber hilft für mich nicht persönlich so wirklich. Also klar, es macht das, was es soll. Der sieht dann halt diese ganz kleinen minimalistischen Viecher da auf den Blättern rumlaufen und auch die ganzen Larven fressen. Das ist auch sehr spannend, wenn ihr gute Augen habt. Aber kostspielig, je mehr Pflanzen ihr habt, desto kostspieliger ist es. Und ist es jetzt halt wirklich so effektiv, dass es noch einmal weg ist? Nein. Denn wie gesagt, wenn ihr Viecher kauft, die ausschließlich die kleineren Larven fressen, dann werdet ihr immer noch die ausgewachsenen Viecher haben. Und die Tripse leben definitiv länger als die Raupenmilben. Naja. Okay. Genau. Dann, okay, wie sprühe ich es an? Ich habe halt hier so einen kleinen Sprüher, den kann man hier so pumpen und dann kann man da die Sachen einsprühen. Genau, den benutze ich immer. Der ist von Mestro, so was Gelbes zum Pumpen. Genau, dann kann man den Druck auch wieder ablassen. Bin ich eigentlich immer sehr zufrieden mit, gerade wenn es um Ansprühen geht. Wenn es jetzt halt richtig hart auf hart kommt, dann könnt ihr auch immer noch abschneiden, die Blätter abschneiden. Das habe ich zum Beispiel mit meiner Xanadu gemacht. Da waren wirklich so viele Tripse drauf, dass ich einmal gesagt habe, nee, ich starte jetzt halt vollkommen neu. Ich habe alles abgeschnitten. Ich habe danach auch immer noch jeden Tag drei Tripse auf den Stämmen gesehen. Ich habe mich gewundert, woher kommen diese Viecher? Da sind keine Blätter mehr. Aber da sitzen die halt alle meistens irgendwo unter der Erde. An den Stämmen und kriechen dann halt so langsam hoch. Das heißt auch die Erde ansprühen. Ganz wichtig. Genau, das könnt ihr natürlich auch machen. Aber wie gesagt, die Tripse sitzen halt auch meistens noch in der Erde. Das heißt, es hilft nichts, wenn ihr jetzt eure komplette Pflanze abschneidet und die Viecher sitzen halt trotzdem irgendwie auf den Stängeln oder in der Erde. Dann habt ihr davon nichts gewonnen. Ist jetzt nicht so wirklich effektiv. Dann gibt es noch den Compo Complete Blattglanz. Sprühmittel, weiß ich gar nicht, warum ich das nicht mehr benutzt habe. Das verleiht euren Blättern so eine leicht glänzende Oberfläche. Das heißt, es basiert dadurch, dass es halt eigentlich die Oberfläche des Blattes mit einer Schicht bezieht und da kleben dann halt entweder die Tripse fest oder die können dann halt nicht mehr zum Blatt kommen. Das basiert darauf. Ja, also es glänzt halt schön, interessiert mich jetzt halt erstmal oder für dieses Video nicht. Ich würde dem Ganzen eine 4 geben. Ich habe halt auch schon Fälle gehabt, zum Beispiel bei meiner Albo Variegata, Syngonium Albo Variegata, dass so der panaschierte oder der weiße Teil dann halt so ein bisschen wirklich transparent und durchsichtig wird. Das Problem hatte ich mit diesem Mittel. Ja, also wirklich jetzt gegen Tripse hilft es nicht wirklich. Das ist halt nur, damit das Blatt schöner glänzt und dass es das Blatt so ein bisschen bezieht mit etwas. Ja, hilft nicht wirklich. Die Blätter glänzen halt schön, aber die Viecher sind halt immer noch da, weil sie halt immer noch auf dem Stamm oder auf allem anderen sitzen, was ihr nicht angesprüht habt. Ich habe auch zum Beispiel, ich glaube, das heißt Schmierseife, heißt das, glaube ich. Von DM Denk mit. Oder diese Goldseife heißt das in dem Fall. Schon ein bisschen das Etikett kaputt gegangen, weil ich das schon so oft benutzt habe. Und zwar ist es in dem Fall für Böden, glaube ich, dass die schön glänzen. Geeignet für alle abwaschbaren Oberflächen wie Fliesen, Kacheln, Holz- und Steinböden. Basiert halt eigentlich auf der gleichen Idee, dass das Blatt und dass alles das, was ihr ansprüht, so leicht mit einem Film übersehen wird und dass die Viecher dann halt nicht mehr wirklich zum Blatt kommen. Tötet das die Viecher? Nein. Es hilft sozusagen nur, dass die Viecher nicht mehr zum Blatt kommen. Das heißt, ich würde dem Ganzen eine 5 geben. Also ich habe halt da nicht so wirklich mit Ergebnisse gesehen. Ich habe ein paar Mittel halt auch vermischt. Das heißt, ich habe dann das Mittel mit Neemöl genommen
und auch persönlich ein bisschen Seife mit dazu gemacht. Ich habe wirklich alles reingehauen, was halt ging, in einer sehr hohen Konzentration, und die Viecher waren halt immer noch da. Oder dann habe ich sie so ein bisschen in Schuss gehalten gekriegt. Aber auch nur, weil ich sie wirklich jede Woche eingesprüht habe. Und das hat 3 bis 4 Stunden gedauert und da habe ich jetzt keine Lust mehr zu. Könnte halt theoretisch auch knicken, oder ich bin da kein Fan von, weil ich will das nur einmal einsprühen und die Viecher sollen weg sein. Dann habe ich noch normale Seife ausprobiert. Das ist jetzt halt nur ein Beispiel. Dem Mittel würde ich eine 3 plus bis 2 minus geben. Das heißt, was ihr halt machen könnt, das ist halt dann halt wirklich sehr effektiv, zumindest bei kleineren Pflanzen. Das heißt, wenn ihr euch hier so einen kleinen Erdrausfallschutz schneidet und dann halt wirklich, ich würde jetzt mal ein bisschen übertreiben und würde sagen, irgendwie gefühlt 80% Seife, 20% Wasser nehmt. Und die Pflanze dann halt wirklich kopfüber dann halt reintunkt und da halt wirklich 5 bis 10 Minuten dann halt stehen lasst, wenn ihr die Möglichkeit dazu habt, dann ist das halt wirklich eure Wahl. Ihr müsst nur darauf achten, dass dann halt nicht, wenn ihr das dann halt wieder hochnehmt, dass dann halt nicht die Seife oder nicht zu viel Seife in euer Substrat kommt. Ja, das würde ich sagen, das ist halt mit der Möglichkeiten, die ich gerade aufgezählt habe, so mit das Effektivste. Denn das heißt, was macht es? Es löst natürlich so ein bisschen die Oberflächenspannung von dem Wasser. Das heißt, die Tripse ertrinken, können sich nicht mehr so richtig an dem Blatt festhalten. Und wenn ihr dann halt dass das Blatt dann, oder die Pflanze dann halt noch ein bisschen bewegt und dann halt ein bisschen wartet, ist das halt wirklich sehr viel effektiver, als wenn ihr da jetzt das mit Neemöl behandelt. Genau, sehr gut. Wasser, zumindest Seife, sehr gut. Ja, kann ich empfehlen. Das hatten wir, genau, und das Mittel, was jetzt halt wirklich geklappt hat, was ich jedem empfehle, zumindest nicht das, die Chemiekeule. Es ist leider so. Das heißt, ihr könnt, oder das habe ich mir jetzt geholt, wenn ihr nicht sicher seid, was ihr wirklich habt. Dann könnt ihr euch auch zu eurem, oder könnt ihr auch zu eurem Blumenhändler eures Vertrauens gehen, könnt von der Rückseite ein kleines Foto machen und er wird euch sagen, ja, nimm mal das, egal was du hast, das einmal einsprühen und das stirbt. Die sind ja da eigentlich immer sehr kulant. Es ist halt so, das heißt, zögert halt nicht, egal was ihr habt, greift sofort zu der Chemiekeule. Wenn ihr natürlich Haus oder wenn ihr natürlich Tiere habt, Haus, Katze, sonst was, dann müsst ihr natürlich ein bisschen vorsichtig sein. Aber macht nicht den Fehler, wenn ihr wirklich Viecher an euren Pflanzen habt, stellt die Pflanze nicht raus, denn die Blätter verbrennen euch und dann geht die Pflanze ein und die ist halt definitiv zu retten. Aber Chemiekeule, ich greife jetzt, ich habe jetzt genug, ich habe so viel ausprobiert und das funktioniert halt einfach nicht. Ich greife jetzt sofort, immer wenn ich was habe, sofort zur Chemiekeule. Das ist zum Beispiel von Neudorf. Das Spruzid AF, schädlingsfrei, das bekämpft Eier, Larven, erwachsene Insekten an Zierpflanzen, Obst und Gemüse. Das heißt, das könnt ihr euch auch auf eure Tomate sprühen. Schildläuse, weiße Fliegen, Raupen, Tripse, Zikaden, Spinnenmilben, Woll- und Schmierläuse. Also egal, was ihr habt, einmal rauf sprühen und die Dinger sind tot. Ich habe das bei 2 Pflanzen habe ich das gemacht, bei meiner Xanadu. Da habe ich da auch das Substrat eingesprüht, denn die ganzen, oder was halt noch übrig war, einmal eingesprüht und das ist es dann. Jetzt 2 Wochen später habe ich nochmal welche gesehen. Das heißt, die waren dann höchstwahrscheinlich ganz unten in dem Substrat, wo ich nicht hingesprüht habe. Ich wollte auch nicht mehr von oben gießen, denn ich will das Zeug nicht im Substrat haben. Aber bei einer anderen Pflanze, meine Mutter hat auch eine Pflanze, die war so voller Tripse, wirklich. Da habe ich dann jetzt halt wirklich einmal die komplette Pflanze eingesprüht und da ist jetzt wirklich nichts mehr drauf. Also Chemiekeule. Wenn ihr wirklich was habt, fackelt dann nicht so lange rum, greift sofort zur Chemiekeule. Das spart euch Geld, Energie und Nerven. Genau, das waren ja sozusagen meine kleinen Einblicke, wie ihr Tripse loswerdet. Ich kann das nur noch mehr betonen als ohnehin schon. Wenn ihr irgendwelche Arten von Viecher habt auf euren Pflanzen, sprüht die ganze Pflanze ein. Nicht nur da, wo ihr sie seht, sondern wirklich alles von Substrat bis nach oben. Ich hatte auch mal ein paar Beiträge auf Reddit gelesen. Dann hat eine junge Dame oder etwas da über Jahre lang irgendwie mit so einem Handschuh, es gibt noch so einen schönen flauschigen Handschuh, mit dem könnt ihr dann irgendwie auf der Pflanze da rumwischen.
Hätte ich jetzt erstmal nicht so viel von, denn da verteilt ihr die Tripse nur noch mehr auf der Pflanze. Klar, es macht die Blätter sauber. Das könnt ihr machen, aber rein zum Tripse bekämpfen halte ich auch von diesem Handschuh nichts. Die hat dann halt immer nur die Blattunterseiten eingesprüht oder behandelt über 3, 4 Jahre und hat sich dann gewundert, oh, das wird nichts und ich gebe jetzt die Pflanze weg. Klar, kann auch nicht, weil die leben sowohl in der Erde als auch auf den Stängeln, in irgendwelchen kleinen Ritzen in eurer Pflanze, in dem Moosstab, überall, wo sie sozusagen flüchten können oder Saft aus der Pflanze saugen können. Manche Pflanzen, da leben sie, manche Pflanzen doch, habe ich gemerkt, so ein bisschen empfänglicher gegenüber Tripse zum Beispiel. Aber nicht verzagen, du kriegst das hin, definitiv. Ja, du musst nur ein bisschen immer hinterher sein und das wirklich irgendwie eins, zweimal einsprühen und dann immer mal ein bisschen gucken, boah, guck mal, neues Blatt und warum sieht denn das Blatt jetzt dann irgendwie so komisch aus, irgendwie von vorne, was stimmt denn da nicht? Jetzt wisst ihr es, wie das halt aussieht. Ich habe auch bestimmt ein Bild eingeblendet von kleinen Tripsen oder so. Wenn das Blatt so ein bisschen leicht kaputt aussieht, dann wisst ihr bestimmt, ah, okay, da stimmt irgendwas nicht. Einmal komplett einsprühen und dann habt das erledigt. Genau, das war sozusagen mein kleines Video über Tripse und wie ich sie letzten Endes losgeworden bin. Chemiekeule. Das heißt, ich fackel jetzt nicht mehr so lange. Ich habe genug ausprobiert und genug Geld ausgegeben. Das kostet, glaube ich, 10, 15 Euro, glaube ich. Da hätte ich mir irgendwie schon die ganze Wohnung fast mit Chemie zustellen können. Genau. Was benutzt du denn? Habe ich vielleicht noch was vergessen an irgendwelchen Möglichkeiten zur Schädlingsbekämpfung? Was benutzt du denn? Habe ich vielleicht noch was vergessen? Das würde mich sehr interessieren, was du zum Beispiel benutzt oder womit du Erfolg gehabt hast. Vielleicht sagst du ja, boah, Neemöl war jetzt genau das Richtige für mich. Da kriege ich immer Hunger danach und dann mache ich mir immer was zu essen. Von daher benutze ich Neemöl. Weiß ich ja nicht. Vielleicht habe ich es auch irgendwie falsch verwendet oder in einer zu geringen Dosis. Aber ich habe da nicht mehr so wirklich Lust zu, das mehrmals zu behandeln. Ich will, dass die Viecher nach einmal ansprühen sterben und dann ist es das. Und das habe ich definitiv nur bei der Chemiekeule, weil die sind ja dafür halt ausgelegt, solche Schädlinge sofort zu bereinigen. Und genau. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Ich würde mich freuen, wenn ihr nächsten Sonntag um 10 Uhr wieder einschaltet. Bis gleich.